So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Litchi Software. Damit kann man selber seine Fotos auf dem eigenen Webserver hosten und hat damit die Kontrolle über alles und ist nicht abhängig von Instagram, Facebook, Google Fotos und Co. Ja, ich habe vor einigen Jahren mal auf Instagram teilweise meine Fotos hochgeladen und das kam auch gut an und war auch ganz interessant. Und dann habe ich mich aber wieder dagegen entschieden, wollte meine Fotos selber hosten, habe dann verschiedene Tools ausprobiert. Das war eben vor 3 Jahren. Ich habe da auch diverse Videos gemacht, nämlich hier zum Beispiel Single File PHP Galerie ausprobiert, Internet 2020. Das Video ist jetzt in einer anderen Kategorie, aber ist auch wurscht. Ich lasse das mal so, vielleicht lösche ich das sogar, ich weiß noch nicht genau, weil das zweite Video zu dem Thema, was ich gemacht habe, ist Chefareto Bilderhosting für den eigenen Server. Und das ist eigentlich die gleiche Software. Das ist mir aber vor kurzem erst aufgefallen. Das sind also quasi identische Videos. Mal schauen, vielleicht lösche ich eins davon, vielleicht auch nicht. Früher gab es die Software kostenlos. Das war eine wirklich fantastische, sehr empfehlenswerte Software. Die gibt es immer noch, kostet inzwischen aber Geld. Und ich hatte mich dann für die entschieden. Und seit die aber Geld kostet, hoste ich meine Bilder selber und zwar bei WordPress. Das könnt ihr euch gerne auf zyntux.com anschauen. Wenn ihr hier auf Galerie klickt, da wird das nach Jahren sortiert. Da sind alle meine Bilder zu finden. Die kann man anklicken und in der vergrößerten Vorschau auch betrachten. Und im Zuge dessen hatte ich damals auch die Software PVGo getestet. Die ist auch ziemlich cool. Das Video ist auch relativ gut angekommen. Und dann gibt es noch eine dritte Software, die mir jetzt auf die Schnelle einfällt und das ist Litchi, gesprochen wie die Frucht, wie das Obst, und darum soll es heute gehen. Ich bin nämlich am Überlegen, wie ich meine Bilder, meine Fotos aus der WordPress-Galerie rausbekomme. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn ich die bei Litchi hochladen wollte. Das ist aber wieder ein anderes Thema und vielleicht auch wieder ein anderes Video bei nächster Gelegenheit. Damit werde ich mich jetzt heute nicht beschäftigen. Wir gucken uns wirklich mal die Software Litchi an. Die sieht so aus. Ich habe die gerade eben auf meinem Server installiert und wir können uns auch mal die Webseite anschauen, was die so verspricht. Litchi Fotomanagement Version 3.1 Self-hosted Fotomanagement done right. Also selbst gehostete Fotoverwaltung, etwa sowas wie Google Fotos, nur halt auf dem eigenen Server. Ihr habt die volle Kontrolle über die Daten und alles Mögliche. Offen, sicher, wunderschön. Gemacht für Fotografen, ganz viele Features. Das wollen wir uns heute mal ansehen. Denn das fehlt hier noch in der Sammlung sozusagen. Und wir gucken uns mal die installierte Variante an hier auf dem Server. Ich habe noch kein einziges Foto hochgeladen. Das sind die Kategorien, die standardmäßig angelegt werden. Unsortiert, öffentlich, Favoriten, zuletzt benutzt an diesem Tag. Fotos bis 2020. Die Kategorie habe ich selber angelegt. Da wollte ich jetzt diverse Fotos hochladen. Das wird leider nichts, weil ich die erstmal exportieren muss. Aber wir laden gleich trotzdem testweise ein Foto hoch. Zuvor schauen wir uns mal die Einstellungen an, die wir hier öffnen, indem wir auf das Zahnrad klicken und dann können wir sie auch wieder schließen. Aber wir wollen ja das Ganze mal einstellen. Können oben von oben nach unten das Kennwort verändern. Wir können die Sortierungsreihenfolge verändern. Also wir können Alben nach neuester Aufnahme in einer absteigenden Reihenfolge sortieren. Wir können die aber auch aufsteigend sortieren und irgendwie die Alben nach öffentlich Beschreibung, Titel oder sonst wie sortieren. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wenn wir das eingestellt haben, so wie wir das wollen, klicken wir auf Sortierung ändern und dann wird das übernommen. Dann gibt es einen Dropbox-Schlüssel, den wir angeben können, um automatisch Fotos von Dropbox zu importieren. Wir können die Sprache für Litchi ändern. Da gibt es wirklich einiges. Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch. Die Entwickler waren fleißig offensichtlich. Wenn wir das eingestellt haben, klicken wir auf Sprache festlegen und so weiter. Das gilt für alle nachfolgenden Optionen. Wir können hier die Lizenz verändern für die Fotos und dann Lizenz anwenden dementsprechend. Wir können hier einstellen, ob wir quadratische Miniaturansichten wollen oder ob wir das Seitenverhältnis der Fotos beibehalten wollen und ob wir Blocksatz wollen oder Flattersatz, was auch immer das ist. Blocksatz ist so, dass die Leerstellen automatisch angepasst werden, so dass wir einen einheitlichen Block
eben haben in der Beschreibung. Aber so viel Text braucht man, glaube ich, gar nicht in einer Fotoverwaltung. Wir können hier die öffentliche Suche erlauben oder auch nicht. Wir können Daten für das Foto-Overlay angeben. Wir können OpenStreetMap Kartenfunktionalitäten aktivieren, so dass uns bei den Fotos angezeigt wird, wo diese aufgenommen wurden. Fotos von Unterordnern für Karten berücksichtigen und so weiter und so fort. Ortsnamen mittels GPS bestimmen. All das kann man hier einstellen. Ortsnamen für öffentliche Alben etc. pp. Und dann gibt es hier noch mehr. Und da werden wir gewarnt, Ändern dieser erweiterten Einstellungen kann sich negativ auf die Stabilität auswirken, beziehungsweise auf die Sicherheit und Geschwindigkeit. Sie sollten sie nur ändern, wenn sie genau wissen, was sie tun. Hier kann man aber so Dinge einstellen wie Site Owner oder Site Copyright Begin und End. Also das sollte man sich schon auch mal anschauen und dann aber auch mit Vorsicht eben behandeln. Das sind alle Einstellungen. Man sollte da eben defensiv rangehen, sozusagen. Das waren die Einstellungen. Und dann kommen wir auch schon in den Bereich Benutzer. Da gibt es vor allem den Administrator. Wir können aber auch weitere Helfer anlegen. Ich glaube, das Programm ist so gedacht, dass wir hier keine User-Accounts, die eigentlich nichts können, außer Fotos anschauen, anlegen können, sondern es ist so gedacht, dass es halt nur die Administratoren gibt und alles andere, was man der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte, was man teilen möchte, das kann man dann hier über die Kategorien einstellen. Hier haben wir einen öffentlichen Ordner. Und ich denke, dass wir auch selbst angelegte Ordner einfach öffentlich stellen können. Sichtbarkeit des Albums, original, versteckt, zum Herunterladen, Kennwort geschützt. Also das können wir alles pro Ordner einstellen. Wunderbar. Perfekt. Teilen können wir das auch. Also da erhalten wir dann einen Link, nehme ich mal an, mit dem wir das teilen können. Wir können Alben als sensibel markieren, warum auch immer, Alben freigeben über dieses Album und so weiter und so fort. Das alles könnt ihr über die Einstellungen der einzelnen Alben machen. Und insofern braucht es dann auch keine zusätzlichen Benutzer, außer halt welche, die die Berechtigung haben, auch neue Fotos hochzuladen. Und die könnt ihr hier quasi manuell anlegen. Dann gibt es hier U2F. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Credentials List ist empty. Hier kann man vielleicht Credits angeben für irgendwelche Mitfotografen. Ich weiß es nicht genau. Hier haben wir noch eine Sharing-Funktion, Freigabefunktion. Hier können wir einzelne Ordner freigeben oder auch viele Ordner auf einmal, wenn ich das richtig verstehe. Also das ist die gleiche Funktion, die wir auch über Kategorien erreichen, nur halt für mehrere Verzeichnisse sozusagen. Freigabe. Logs haben wir hier auch. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Das sind irgendwelche PHP-Logs, irgendwelche Details, die man im Normalfall nicht braucht. Dann gibt es hier die Diagnose. Da gibt es einige Informationen zur Installation auf dem Server über Lütschi. Selbst gehostetes Fotomanagement, aber richtig. Lütschi ist ein freies Fotomanagement-Werkzeug, das auf Ihrem Server oder Webspace läuft. Die Installation ist eine Sache von Sekunden. Hochladen, organisieren und teilen von Fotos funktioniert wie in einer nativen Anwendung. Lütschi hält alles bereit, was Sie benötigen, und alle Bilder werden sicher abgespeichert. Und dann können wir uns last but not least noch abmelden. Und im Normalfall haben wir hier einfach irgendein Album und da laden wir irgendetwas hoch, also ein Foto. Und ich nehme jetzt mal einfach zur Demonstration dieses Stop-Putting-Ding. Ihr könnt das auch beobachten, wie das hochgeladen wird. Das ist jetzt hier im öffentlichen Bereich abgelegt und theoretisch gibt es jetzt auch eine Webseite, wo wir, wenn wir ausgeloggt sind, da das ja öffentlich hochgeladen wurde, eigentlich drauf zugreifen können müssten, was aber nicht der Fall ist. Und tatsächlich ist das hier alles ein bisschen komisch gemacht. Wenn ich jetzt auf das Bild klicke und hier zum Beispiel versuche, die Einstellung zu ändern, dann lässt sich hier irgendwie nichts ändern. Es ist öffentlich. Speichern. Okay. Wenn ich jetzt aber versuche, einen Link zu bekommen und ich klicke hier auf dieses Teilen-Symbol, dann passiert gar nichts. Das ist auch komisch. Habe aber gerade herausgefunden, wenn wir jetzt diesen Link kopieren in einen anderen Browser, in dem wir nicht angemeldet sind, dann stellen wir fest, das Bild ist tatsächlich öffentlich. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich zu den Alben speziell komme, so dass man nicht jedes einzelne Bild per Link teilen muss. Und das ist mir alles schon wieder zu kompliziert, ehrlich gesagt. Und deswegen ist dieser Test hier heute für mich auch abgeschlossen. Man kann bestimmt ganze Alben teilen und nicht nur einzelne Bilder. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt leider nicht verstanden und mir fehlen gerade auch die Nerven, hier herauszufinden,
wie das weitergeht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch würde mich interessieren, ob ihr noch andere Fotoverwaltungssoftware kennt. Da würde ich mich gerne mal noch ein bisschen durchprobieren. Hinterlasst mir also gerne einen entsprechenden konstruktiven Kommentar und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.